Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu unserem kleinen, runden, dicken Zelda-Monopoly. Ja, ich habe die Begrüßung verkackt, egal. Ja, im letzten Wurf ist John erstmal schön in den Knast gewandert mit seinem dritten Pasch. Das heißt, ich bin jetzt wieder dran. Ja. Wir haben schon fleißig gekauft. Eine 5. 2, 3, 4, 5. Eine Schatztruhe für mich. Mal gucken. Hey, hören Sie zu. Navi hat einen sehr guten Rat für Sie. Sie kommen aus dem Gefängnis frei. Das ist gut. Könnte ich gebrauchen. Ja, ich behalte mir die einfach mal. Hey, listen. Tja, ich muss wohl wieder mich freikaufen. Möchtest du wohl. Gut, dass du doppelt so viel zahlst. Nein, natürlich. Niemals. Eins kommt in die Mitte, eins kriegst du gewechselt. Ich könnte ja noch eins im Voraus, wenn ich wieder reinlande. Aber nee. Lass mal. 11. Da war ich schon mal. Das gehört mir. Yep. Nee. Zum Glück gibt es keine Kanalisation. Aber echt. So, 8 und 10, der Bombenladen. Dann nehme ich den doch glatt. Nicht, dass du dann 2 hättest oder so. Schade. Seht ihr nicht, wenn ich den jetzt hier hinlege, ne? Das ist natürlich doof. Ich sag ja, das ist mit dem Geld ein bisschen blöd gewesen. Das Geld darf man mir nicht so viel Platz einnehmen. So, so und so. Schiebe ich das hier wieder ein bisschen zusammen. So. Dann ist das besser zu sehen für euch. Hoffe ich jedenfalls. Achso, und bezahlen sollte ich vielleicht noch. Ja, das wäre ganz nett. Hui. Ist ein bisschen abgelenkt. Aber keine Absicht. So, und du, roter Leinkönig, dann kriege ich von dir 50 Rubine. Hier. Und ich habe einen Pasch. Schon wieder. Oh je, Schatz. Mach nicht so eine Sache. Ach komm, was ist denn mit den Paschen heute los? Aber dafür darfst du jetzt was kaufen? Den Vulkan Eldin. Oder, oder Vulkan Eldin. Könnte auch ein Y sein. Nee, nee, wird Vulkan, ne? Ja, Eldin, warte mal, ich kann ja mal gucken. Ja, Vulkan Eldin. Was ja. Ist denn da noch eigentlich? Da gibt's noch den Wald von Firon und das, den Wolkenhort. Ja, das ist eindeutig Skyward Sword, das weiß ich. Jetzt muss ich was umdrehen, weil ich habe ja nicht so viel, ne? Ich werde die Zitadelle der, naja, obwohl, die, wenn man da drauf kommt, es gibt immerhin einen schönen Fuffi, ne? Hm. Aber der Zaubertrankladen alleine, der ist nicht so toll, der wird mir 75 bringen, wenn ich es denn umdrehe. Das reicht mir aber nicht. Du brauchst ein 300, brauchst du, ne? Genau. Musst du noch 200 irgendwo herzaubern. Ja, dann werde ich wohl die beiden umdrehen, also den Zaubertrankladen und dieses Pick-Hilvernia. Pick-Hilvernia. Huch! Schmeiß es doch nicht weg, Schatz! Die schönen Karten! Die kannst du nur... So, also das gibt jetzt insgesamt 205, das heißt, ich muss noch 95 bezahlen. Das heißt, ich krieg noch 5. Gut, da ist dein Vulkan. Ein teurer Vulkan. Ein sehr teurer Vulkan. Bitteschön. Yeah. Gut, gut. Das war ein Pasch. Dein zweiter, glaube ich, schon ja, wieder. Ja, schon wieder. Hast du Schwein gehabt? Ja, Doppelschwein. Doppelschweine. Kannst du gleich wieder auslösen, deinen Kram. Theoretisch schon, aber ich warte mal noch ein bisschen. Das ist Johns Taktik. Alles umdrehen, was kein Geld bringt. Gut, gut, dann werde ich mal gucken, dass ich da hinterherkomme. Eine 8. Aha, danke. Ja, hopp. So muss das. Dann darfst du schon wieder dran sein. Schon die erste Eselsohren in meinem Geld, ich ärgere mich. 7. So, so. Oh, endlich meine erste Karte. So, das Horror-Kit hat sie schon wieder ausgetrickst. Zahlen sie 15. Toll. Super, wenn ich eine Karte kriege, ne? Aber schön gemacht mit den Bildern. Ja, das kann man auch ruhig nochmal zeigen. Mhm. Ah ja, stimmt, da ist das Horror-Kit mit der Maske kurz drauf. Ich mach's jetzt mal so aus der Entfernung, da muss ich nicht ständig nachstellen. Das Horror-Kit kenne ich ja erst seit circa einem Monat. 15, ja, genau. Dreckige Entscheidung! Oh. Ich hasse das! Ich bin ein ordnungsliebender Mensch! Ja, Tatsache kennt John Majora's Mask noch gar nicht. Bin ich denn überhaupt? Hier hinten. Eine 8. Tja, der Zaubertrankladen, blöd, ne? Schade! Das ist so typisch für mich. Wieder eine 8. Ah, für wieder 50. Deswegen drehe ich das Zeug nicht um. Ich wusste genau, dass ich es brauche. So, hier 50 zurück. Ja, doch. Ich dachte jetzt schon, du bist dran, aber... Es war schon alles gut so. Schloss Hyrule! Bist du in deinem Schloss? Ja. Ist sehr schön da, muss ich sagen. 6 mit Paar schon wieder in den blöden Feld hier. Und eine 10. Da bist du wieder bei deinem Vulkan. Oh, wie langweilig. Tja. Eine 11.
Das sind 3, 8, 9, 10, 11. Das war eins, ne? Das Heilige Reich. Ja, stimmt. Das kriegt auch mal was, nämlich ganze 6 Rubine. Wahnsinn. Guck hier. Kann ich mal einen Döner von kaufen? Ja. So. In Ungustadt. Na klar, schmeckt bestimmt gut. 9. Jawohl! Ich weiß gar nicht, was du immer so rumheulst. Diesmal sind die Rollen irgendwie vertauscht, ne? Weiß gar nicht, was du immer so rumheulst. Hast jetzt du gar nicht könnte ich mich auch mal wieder dazu umringen, das umzudrehen. Wie war das mit 5%? 10%, ne? 130, 205 mit 10% ist doch wieder blöd zu rechnen. Ja, warte mal, 75 sind ja 7,5, also 8 aufgerundet dann. Und da sind es dann halt 13. 21. Das heißt, genau, 21 plus 205 sind 226. 226 sollst du kriegen. Ja, dann krieg ich noch 24. Du mit deinen Tauschgeschäften immer. Sind wir wieder im grünen Bereich, Leute. So, 24. Wieso sind die jetzt schon so geknickt, Mensch? Schön Scheine. Yeah. So, dann bin ich wohl wieder dran. Eine 5, 2 und 3. Der Turm der Götter gehört mir schon. Na dann. 5. Der ist noch frei, ne? Das ist der Zug der Götter, ja? Der durfte hier noch umliegen. Ja, dann hole ich den mal, damit ich da ein bisschen mithalten kann. Ihr müsstet das übrigens mal sehen, wenn ich jetzt leichter die Kamera drehen könnte. Das wäre so süß. Meine Katze sitzt die ganze Zeit neben mir mit einem Stück Schnur vor den Füßen. Und wartet darauf, dass ich mit ihr spiele. Ja, ich weiß, Schatz. Ich habe mich übrigens geirrt, fällt mir gerade ein. Das sind Tatsache nach Spielen sortiert, meine ich. Also hier die verwunschene Bastion, der Turm der Götter und Draconia gehören zu Wind Waker. Mhm. Ich habe gerade gemeint, der Turm der Götter wäre bei, Das ja aus Ocarina of Time. Genau, Ocarina of Time. Dann haben wir hier Schrein des Schwertes, der 4, Todesberg und Maatis Palast. Also die sehen so aus hier, das ist so ein bisschen oldschool. Das könnte, weiß ich nicht, Link to the Past oder irgendwas in der Richtung sein. Der Todesberg ist auf jeden Fall Link to the Past. Ja, wie gesagt, der kommt in mehreren Spielen vor, muss er nicht. Sora-Höhle, Schattenreich und Gerudo-Wüste passt aber auch nicht so ganz zusammen. Ach doch, das könnte aus Twilight Princess Tatsache sein. Das hier hinten habe ich schon gesagt, Ungustadt, Schädelbucht, Pikivernia ist Majora's Mask. Dann hatten wir Schloss Lohul, Heiliges Reich und Haus des Windes. Ach, das ist aus hier. Ja, natürlich, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? A Link Between Worlds. Auch recht aktuell. Und dann hatten wir hier Dorf der Waldminisch und was ist das andere, was du hast? Die Heilige Straße. Ah, das ist keine, das wird dann wohl Minishcap sein, ne? Vermutlich, ja. Mhm. Und was haben wir da hinten noch? Ach so, von Firol und so. Das müsste dann wirklich Skyward Sword sein. Mhm. Mensch, haben wir das auch geklärt? Cool. So, wer ist jetzt dran? Du. Schön doof gequatscht. Okay, die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unfassbar. Ja, das ist jetzt wirklich unfassbar, ey. Sonst, wenn das nie komme ich da drauf, ja? Mann. Schade, ich kann niemanden besuchen. Oh, tut mir aber leid. Eine 8 wäre wohl hier. Ja, mein Zauberladen ist wieder da. 8 mal 4 sind 32. So. Er hat wieder geöffnet, mein Zauberladen. Dafür habe ich den Bombenladen. Geh shoppen. Eh cooler. Auch schon Bomben. Bomben sind cool. Ich zauber deine Bomben weg. Gibt's immer Geheimnisse zu finden mit Bomben. So. Sieben. Eine Schatztruhe. Muss man die Schatztruhenmucke einbauen? Ja. So, ihr Dekoschild ist verbrannt, Naturzahn zu 15. Warum krieg ich immer die blöden Karten ab? Ich weiß es die nicht. Die dann sowieso du wieder bekommst. Sehr gut. Oh Mann. Eine 3. Ja, also ich glaube, es geht los. Ja, okay. Mein Vulkan, 26. Oh, komm. Sei mal nicht zu pinzig. Ja, so Vulkanbesuch kostet dir. Kostet was, ja klar. So, bitte. Ja, damit. So.
so. Die Sora-Höhle. Kannst du für 220 haben? Will ich haben. Ich brauche nur ein paar Sora-Schwimmflossen. Was? 220? Ja. Brauche ich sogar. Wahnsinn. Geld. Alles klar. Zack, zack, zack. So. Mann, das läuft ja hier. Eine 7. Und 2, 3, 4, 5. Oh, der Maskenhändler. Zahlen sie 100. Der böse Maskenhändler. Da könnte man jetzt meinen, dass der da gar nicht so richtig hinpasst. Aber es gibt in Ocarina of Time tatsächlich auch einen Maskenhändler. Ja. Eine 2, fängst du wieder an, ja? Ich krieg 50. Oh. Jetzt wird es langsam wieder eng, wie ihr seht. Ja, 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 weil du es immer übertreibst. Du hast ja nichts gemacht. Und eine 6. Buchbar. Mensch, pass doch mal auf. Das Reverse der Macht sagt doch wohl alles. Jo, genau. Stößt alles von sich weg. Und seht ihr das noch? Naja, ist ein bisschen außerhalb, aber es ist eine 10. Da hinten. Und zwar, zack. Willkommen auf dem Heiligen Reich. Nein. Wieder 6 Rubine, bitte. Nein, erstmal hole ich mir Geld. Nein. Puh, Mist. Mir ja, alles runter. Hier, du kannst in der Zeit mal wechseln. Schön. Mein Geld, ich komme nicht mal dran. Das habe ich weggeschoben. Ach Mann. Weg ist es. Ich muss schon mal aufstellen. Wie die mit ihrem Geld umgeht, ich sag's euch, Leute. Schmeißt sie die Rubine einfach um. Halt die Klappe. So. Was willst du? Dein Rückgeld. Ich kann's auch behalten. Ist das auch genug? Ja. Okay, gerade so. Und du wirst noch machen. So. Mann, Mann, hier ist was los, sag ich euch. Die 7, zack. Bitteschön, du bist dran. Okay, na 10. Bams. Heilige Stätte habe ich schon, ne? Ja. Okay. Ich krieg 200. Kriegst du ja nicht. Außerdem hast du ein Pasch. Ja. Wie ist her mit der Kohle? Noch eine 10 mit Pasch. Hui. Mann, 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 die verwunschene Bastion. Die ist noch da, ne? Ja. Kaufen. 140. Nehme ich noch 10. Mensch, ganz schön bunt jetzt hier. Ja, bei mir auch. Also wird spannend. So, nochmal. 6. Danke, 6. Oh, bitte lass jetzt mal eine gute Karte sein. Schatztruhe, Sie kaufen eine Maske, um Ihr Abenteuer fortzusetzen. Zahlen Sie 100, das kann doch nicht wahr sein. Boah, ist ja Pech heute. Hier. Das ist ja echt böse. Oh. Gut, gut, eine 9. 5 und 4. Das Schattenreich werde ich mir kaufen. Damit ich da auch noch was von habe. Das ist sehr schade. Ja, tut mir auch überhaupt nicht leid für dich. Kostet 240. Ich muss suchen, ich mach's nicht so. Dann hole ich mir 60 wieder. So. Das ist bloß das Problem. Ihr seht, wie gesagt, wirklich meine Straßen nicht mehr. Ich muss das lieber so machen, weil wenn ihr mein Geld nicht seht, ist das, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn ihr meine Straßen nicht seht. Mhm. Glaube ich. So. Eine 5. Eine leere Flasche. So, was jetzt bringt jetzt wieder? Sie werden von Hühnern angegriffen. Gehen Sie 3 Felder zurück. Wart, dieses Palast kostet dich 16. Okay. Also war es auch wieder was Mieses. Ja, klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann haben wir eine 5. Unruhstadt. Haben wir das schon vertan? Ja, das ist sogar schon meins, ja. Eine 8. Okay, ich habe gerade mal geguckt, was noch so da ist. Was hast du denn da? Schädelbuch kostet dich 22. Ja, das ist schön. Jetzt wird es schon eng bei ihm. Ach, was denn? Aus dem Ärmel gezockt hier. Kein Problem. So, ich werde jetzt mal mein Geld sortieren, damit die Leute das vielleicht ein bisschen besser im Blick haben. Weil ich finde, das zumindest so grob ist das, glaube ich, schon interessant, wer noch wie viel Geld hat. Deswegen versuche ich das so ein kleines bisschen
transparent zu gestalten. So. So. Dann überlege ich gerade, wenn ich das da oben hinlege. Nee, das seht ihr nicht. Obwohl. Ich lege es wieder hier hin. Da habt ihr zumindest so einen groben Überblick. Auch wenn es nicht so viel zu sehen ist, aber ne, besser als gar nicht. Bei mir ist auch nicht viel zu sehen. So, du hast Miete gezahlt, wo sind meine Würfel? Hier. Lass mal den gelten. Ja. Ist ein 6. Gut, dann ist es eine 6. Und ich darf auf die Pona rein. Yay, 50. Ein Ritt, 50 bitte. Bitteschön. Huch. Und wir wollen jetzt keine bösen Sprüche in den Kommentaren lesen. So, eine 8. Ich wollte ja mal unauffällig. Ja, unauffällig. Spüre die Macht des Triffers! Ey! Ups, ein alter Quatsch. Auch eine 8. Aha, dann darf ich mir jetzt aus dem Dorf der Waldminisch kaufen. Schön. Kostet 60. Dann hole ich mir noch 140 aus der Bank. Wegen über losgekommen. So, dann landet mein ganzes Geld unterm Brett und ich finde es nicht mehr. Verdammt! Das ist meine lustige Idee. So, besser. Okay. 7. Darfst du wieder in eine Schatztruhe greifen? Oh yeah, was darf ich jetzt blechen? Ein Schatten liegt auf dem Dekobaum. Zahlen Sie 40 für jeden Dekospross und 150 für jeden Dekobaum. Zum Glück haben wir sowas noch nicht. Ja. Aber ich gebe 200. Gut. Aber es wäre schon wieder eine Bezahlkarte gewesen. Ja, es ist echt unfassbar, wie viel Pech du da gerade hast. Ich bin auch schon lange nicht mehr auf dem Feld gelandet. Eine 12. 3, 4, 6, 8, 10, 12. Der Wolkenpokel ist meiner. Und eine 6. Die Gerudo-Wüste. Jo, das macht 18. Habe ich nicht. So, 1, 2. 8 und 10 sind 18. Na, ja. Gib mir das Geld! Ja, möglichst ohne Knicke reinzumachen. Dann bist du schon wieder dran. Jawohl. Eine 8 schon wieder hier zu Besuch. So, so. Du bist wohl gerne im Gefängnis, hä? Nur zu Besuch. Naja. Ja, willkommen zurück im schönen Zauberland. Denn heute möchten Sie also leckere Tränke kaufen für 28, bitte. Nein. Hier, ich hätte gern 2 zurück. Aber natürlich, kommen Sie bald wieder in unseren scheiß Zauberladen. Nächstes Mal mit Sonderrabattaktion, wenn Sie 5 Tränke kaufen, kostet Sie das nur 200 Rubine. Ja. Du bist dran. Ja. Quatschkopf. Ja, 50. Da kriege ich mein Geld wieder. Ist ja toll. Das ist auch irgendwie so ein Standardbesuch, den ich da hinten mache. Sehr gut, sehr gut. Da bin ich doch sehr froh drum. Der Wolkenvogel hat es mir angetan. Ja, der ist auch cool. So, 5 für mich. Eine Schatztruhe. Hätten was Gutes. Sie öffnen die Zitadelle der Zeit. Rücken Sie vor, bis auf los. Das ist so klar. Oh, wie böse, Schatz. Warte mal, hast du die jetzt wieder verdreht? Ich verdrehe nie etwas. Doch. So, nee, alles gut. Wo ist die Markierung? Ich sehe die Markierung nicht wegen dem Licht. Da. So. Und 400. Das ist schön, das ist schön. Hier bin ich ja jetzt wieder sehr gut ausgestattet. 1, 2, 3, 4. Bitte Sie wünschen, Vatis Palast kostet dich 16. Das geht ja noch. Ich bin ja gerade wieder ein bisschen liquider. Finde ich gut. So, einer da und die beiden. So. Mann, ist das furchtbar, so viel Geld zu haben. Zum Glück gib einfach her. Nein. So, ich gehe jetzt auch mal im Knast ein bisschen gucken, wer da so rumschwirrt. Ja, voll viel, ne? Ja. 1,5. So, das Schattenreich. Das habe ich gekauft. Kostet dich 20. Yo. Mein, hä? So.
schön. Eine 12. Wo bin ich denn? Hier hinten bin ich. Eine leere Flasche. Oho. Sie wurden in ein Deko verwandelt. Oh nein. Zahlen Sie jedem Spieler 50. Ja, endlich musst du auch mal was zahlen. Verdammt. Jetzt kriegst du dein Geld wieder. Das ist ja voll gemein. Das finde ich sehr nett. Nein. Da. Werde ich bestimmt bald brauchen. So, Bahn Pasch. Der erste aber, meinte ich. Naja, ich bin korrekt, genau. Eine 7, 2, 4, 6, 7. Unruhestadt habe ich gekauft. Kannst du weitermachen. Okay. 6, na toll. Toll, Schatz. Hast du gut gemacht. Ja, ne? Bin ich sehr stolz auf dich. Eine 10. Hui. Yay, 50 an mich. Und beziehungsweise kannst gleich in die Mitte für meine Befreiung hinblättern. Das machen wir dann so. Ich leg's dir erstmal dahin. Na. So, und wenn ich jetzt noch ein Pasch mache, komme ich dich besuchen. Nee, ich komme dich nicht besuchen. Natürlich nicht. Also doch, besuchen schon, aber halt nur, verstehst du? So, und jetzt können wir deine 50 hier hinlegen und dann kannst du würfeln. Ich krieg noch 200. Neu. Ach, die ist Balance, da bist du auch ganz gerne, ne? Ja, anscheinend. Das sind immer noch 16. Mann, Mann, Mann. Bist du überhaupt 16? Hast du wieder nicht, wahr? Moment, das nächste nur 3. 5, ja, dann. Ran ans Werkbank. Mann. So, 16, 4 und 30. So. Machen wir hier. So. Yay. Yeah. Gut. Weiter im Text. Es lohnt sich frei parken langsam wieder, ne? Ja. Sortier nicht so lange, du bist dran. Deswegen muss ich jetzt mal wieder draufkommen. Nein. Leider nicht in dieser Runde. Darfst du lieber wieder Geld zahlen. Mal schauen. Sie sind der Held der Zeit. Jetzt bitte so eine ganz epische Musik, wenn ich das vorlese. Rücken Sie vor, bis auf los. Der Held der Zeit, ne? Also schon ein Status, also. So ein Quatsch. Ja. Schön. Hast du gar nicht verdient. Oh, wie ich das verdient habe. Nein. So, 7, 5, 6, 7. Du hast mir meine Karte weggeschnappt. Ein Verlies. Der Wassertempel bereitet ihm Kopfzerbrechen. Der ist aber auch fies. Das ist übrigens der Wassertempel von Ocarina of Time abgebildet. Also so ein Ausschnitt, aber ich sehe das aber, dass das aus Ocarina of Time ist. Gehen Sie in das Gefängnis, begeben sich direkt dorthin und gehen Sie mal los. Tja. Ja, ist wohl so. Eine 7? Ja. Schon wieder eine Flasche? Oh, 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 oh. Das war deine Karte. Wir haben die Karten vertauscht, Schatz. Vorbereitung auf einen Dungeon. Machen Sie, rücken Sie zum nächsten Laden vor. Würfeln Sie die Würfel und zahlen Sie den Eigentümer den zehnfachen Betrag Ihres Wurfergebnisses. Also ich soll jetzt hin und dann die Würfel erstmal würfeln und dann kriegst du den zehnfachen Betrag. Genau. Meinetwegen. Ja, klar, das hast du mit Absicht gemacht. Das hast du mit Absicht gemacht. Reicht doch vollkommen hier. Nein, es reicht nicht. 40. Jetzt hast du die Flasche wieder falsch und runtergemacht. Du bist doof. Ach. Hier. Tja. Das ist ein Bomben fürs Leben, mehr brauche ich nicht. Tja. Ich komme dran. So. Dann werde ich wohl Gebrauch von meiner Gefängnisfreikarte machen. Werde die hier wieder drunter legen. Und würfeln. Eine 9. Auch wenn ihr sie vielleicht eventuell nicht genau gesehen habt. Da. Ich folge. Naja, fast. Die Gewohnwüste ist wohl deine. Ja. Sehr gut. Noch eine 9. Dann wäre ich wohl doch. Ja, willkommen im schönen Zauberland. Ich wusste, dass Sie wiederkommen. Heute zum einmaligen Preis für 36 Rubine, bitte. Was los? Ah ja! Ja, 36, weißt du was? Hier, kannst du mal ein bisschen wechseln. Stimmt so, ach, wie nett von dir! Ja, 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 bei dir noch nicht! Was so? Es geht los! So, sehr schön, vielen lieben Dank. Und auf Nimmer Wiedersehen. Sehen Sie mich bald wieder! Nein! Ist er nicht nett? Unser Ladenverkäufer 7. 4, 5, 6, 7. Ich muss da auch mal hin. Ja, so Kerl. Weil der so toll ist. Der ist eng, der gibt alles gratis. Ist er nicht lieb? Ja, ich glaube auch. 1, 2, 3, 4, 5. Was gibt's da jetzt Feines? Impa führt sie. Sie erhalten 50. Ist in Ordnung. Was?
Ja. Das ist cool, ne? Da Inter nicht so gerne. Moin! Ist jetzt gerade unsere Lieblingszahl, ne? Scheint so. Schloss Heimul, war das meins? Ja, Tatsache, 35 kostet dich das. 35, boah. Bitteschön. Ist auch interessant, wir haben jetzt hier noch Draconia auf dem Rosanen. Dann haben wir noch den Schrein des Schwertes der Vier. Und wir haben hier drüben noch den Wald und den Wolkenhort. Die müssen wir irgendwie noch loswerden. Ja, sobald einer von uns jetzt die Grünen hat, dann wird's lustig. Dann müssten wir uns halt überlegen, ob wir handelbereit sind. Auf der Heiligen Stätte hast du gekauft, bekomme ja? ich ganze 2 Rubine. Nee, erstmal hole ich mir 200 von der Bank ab. Ja, aber dann eine kleine Spende in der Heiligen Stätte für 2. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Dann darf ich nochmal würfeln, weil es ein Pasch war. Was sind? Und schon wieder ein Pasch. Die verwunschene Bastion. Da gibt es bereits schon 10 Rubine. Schön, dass du einen Serienausflug bei mir machst. Ich glaube, es geht los. So, gleich nochmal. Nein, Nika. Die müssen schön liegen. Natürlich. So, eine 11. Das ist aber eilig. Ja. Eine leere Flasche. Eine Welt der Schatten. Rücken Sie vor bis zum Schattenreich. Wenn Sie über loskommt, ziehen Sie 200 ein. Wo war denn das Schattenreich? Ich weiß, dass ich das gekauft habe. Hier auf Rot. Schade. Hat sich fast nicht gelohnt. Nicht wirklich. So, na toll. Juhu. Nochmal. Das wäre schön gewesen, wenn es alles meine gewesen wäre. 10! Ja, da kriege ich von dir dann schon wieder 8. Ja, das habe ich und ich krieg 200. Nee, kriegst du nicht. Wie ich die kriege? Das Prinzip nicht. So. Mit der Kohle. Sehr, sehr gut. Ja, und ich würde sagen, der Park ist schon wieder voll. Wenn ich das richtig sehe. Und letztendlich bin ich aber gespannt, ob wir es endlich mal schaffen, hier irgendwelche Straßen voll zu kriegen. Ja. Damit dann auch mal Häuser und Hotels gebaut werden. Oh ne, Dekusprosse und Dekubäume gebaut werden. Genau. Die müssen dann großgezogen werden und viel lieber gepflegt werden. Mhm. Ja, schauen wir, wie es weitergeht im nächsten Part bei Monopoly Zelda Edition. Tschüss.